Elke Wamsgans, die Vorsitzende des Zupforchesters Essingen, begrüßte die anwesenden Gäste, meistens Eltern oder Großeltern der vortragenden Schülerinnen und Schüler des Zupforchesters, sehr herzlich. Sie bezeichnete den Nachmittag als Gelegenheit für die Kinder, sozusagen erste Konzerterfahrungen zu sammeln und für die Jugendlichen als gute Vorbereitung zu dem Wettbewerb Jugend musiziert. Dann wünsche ich viel Vergnügen und dann können wir auch schon bald anfangen. Hallo, ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen. Und wie meine Mutter schon gesagt hat, heute spielen drei Leute als Vorbereitungskonzert für den Wettbewerb musiziert. Der findet alle drei Jahre statt in der Solowerte, Mandoline oder auch Gitarre. Und es ist eben dieses Jahr wieder. Und das ist am 5. Februar treten die an in Germersheim für den Regionalentscheid. Als erster spielt der Felix und der Felix, der spielt auf unserer Wiese geht. Also 1a wären die ganz, ganz, ganz Kleinen, so wie die Emily, die ist vielleicht nächstes Mal dabei. Und der Mathieu spielt drei Stücke. Das ist so, dass bei dem Wettbewerb immer so ein kleines Pflichtprogramm ist. Also es gibt zwar keine Pflichtstücke in dem Sinn, aber
gibt Stücke, die vorgeschrieben sind, aus verschiedenen Zeiten muss man spielen und verschiedene Längen und sowas alles. Thank you.
vielen Dank. Das war unser kleines Vorspiel. Ich möchte mich nochmal bei allen Mitwirkenden bedanken. Nochmal einen ganz großen Applaus an alle, die mitgemacht haben.